Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder mit Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Ja, das Spiel fand ich ganz cool und werde jetzt mal gucken, ob euch das gefällt. Das Ganze wird so laufen, ich werde ein paar Multiplayer-Matches machen, vielleicht werde ich auch normale Singleplayer-Missionen hier mal machen und euch zeigen. Quasi so alles, was sich hier gerade so auftut, wo ich gerade Bock drauf habe, das werde ich dann aufnehmen. Werde auch hier diese Pack-Openings, man kann ja hier diese Päckchen öffnen, hier Sticker und so, man sieht, ich habe hier noch viel Geschenke und kann auch jede Menge aufmachen, ich habe jede Menge Kohle. Ja, das werde ich dann auch, aber das werde ich dann extra machen. Also die Pack-Openings werde ich extra machen und Gameplay und so weiter wird so ablaufen, wie es jetzt ist. Das Ganze werde ich dann auch auf der normalen Playlist laufen lassen, also sprich, mach halt eine Garden Warfare 2 Playlist und da werden dann auch diese Pack-Openings mit reinkommen. Ich weiß nicht, ob ich die Pack-Openings dann als vollwertig darstelle oder ob ich dann ja, die normalen Spiele als vollwertig zeige. Und wenn ich vollwertig meine, dann sage, dann meine ich, ich habe ja vor, das Spiel dann alle 2 Tage zu bringen. Also da, wo Rocket League gerade nicht läuft. Und es ist halt die Frage, ob ich denn so ein Pack-Opening als vollwertiges Video nutzen kann oder soll oder. Das werde ich ja dann sehen. Ich denke mal, das werde ich einfach mit zwischendrin immer mit reinwerfen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da viel erzählen muss zu. Wenn da einer Fragen zu hat, einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten spiele ich einfach los, weil ich glaube, das sollte ziemlich jeder kennen. Ich habe hier meine Mission. Als Zombie habe ich leider keine Mission angenommen. Das ist irgendwie unvorteilhaft. Aber gut, muss mal gucken. Da, 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 da. Pflanzen. Ingenieur. Weil ich kann mir das nicht aussuchen, welche Fraktion ich da in die Multiplayer-Matches bekomme. Das ist dann ganz random. Wir gehen jetzt einfach mal in ein Multiplayer-Ding rein. Ich habe mir das so gedacht, ich gestalte das so, dass ich einfach ein Spiel mache. Und falls ihr gerade dieses Brummen hört, das ist nicht durch den Rechner oder so, das ist gerade, weil die diesen alten Monitor hier darstellen möchten mit brummendem Sound. Ich habe mir das so gedacht, dass ich halt immer ein Match zeige, so wie bei Rocket League auch. Und dann passt das. Ich werde mal schauen, was man dann nimmt. Ich glaube, diese Revierübernahmen sind doch recht lang. Ich weiß nur nicht, ob man in so ein. Ich weiß noch nicht, ob man in so ein normales Game reinkommt, also ob man in ein startendes Game reinkommt oder in ein laufendes. Das werden wir dann sehen, wie es läuft. Und ich habe jetzt direkt schon ein Spiel gefunden. Das ging rucki-zucki. Wahrscheinlich ist es dann ein laufendes Spiel. Und ich werde es dann einfach so halten, dass es dann die 20 Minuten voll haben muss. Ja, also 20 Minuten muss es voll haben. Wenn es das nicht hat, dann lege ich los, es sei denn, es ist gerade knapp dran, so 18, 19 Minuten oder so, dann ist es auch egal, dann kann ich direkt reingehen. So in etwa stelle ich mir das vor. Also es ist quasi so wie Rocket League, für die Lücken. So. Ich weiß auch gar nicht, wie weit wir gerade sind. Keine Ahnung. Ich sehe nur, die verstecken sich da hinten. Aber das ist mir egal. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Au! Da hat sich einer auf mich fixiert. Au, 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 au! Ich schieße die ganze Zeit in den Berg rein, ne? Au. Da kam so ums Eck. Oh, ich werde wiederbelebt. Hey, du beleb mich doch wieder. Okay, ich respawne. Man kann sich nämlich auch wiederbeleben lassen. Und mir gefällt auch diese Welt, ja, die hier so schön gemacht ist. Die finde ich so toll, ne? Die funktioniert einfach überall so ein paar Sachen, die man sich angucken kann, die einfach toll aussehen auch. Au!
Die hat ganz schön lange durchgehalten, die Dame. Komm, ich hol doch keiner wieder. Stimmt mir aber auch gerade nicht so gut an. Putz. Putz. Wow! Ja, dann sind wir vermutlich dann tatsächlich in ein laufendes Game reingekommen. Und da haben die Pflanzen natürlich hardcore gewonnen. Na gut. Kein Problem. Gehen wir gleich ins nächste Game mit rein. Und es heißt ja, dass diese Rosen wohl OP sein sollen. Da soll wohl nächste Woche auch ein Patch kommen, dass das runtergepackt wird, dass sie nicht mehr so stark sind. Ich persönlich weiß gar nicht, ob die so stark sind. Ich habe schon ein paar Spiele gemacht, habe sie aber nicht als so stark empfunden. Kann natürlich auch sein, dass das irgendwie... Also ich habe sie selbst nicht gespielt. Ja. Also ich habe auch als Zombie-Fraktion schon gewonnen gehabt. Daher wusste ich, dass man auch als Zombie gewinnen kann. Weil wenn die wirklich OP sind, dann sollte da ja nichts mehr gehen. Alter, was für eine chillige Musik hier noch. Wollen wir doch mal alle stumm schalten. Damit wir hier keine Schreie noch haben von irgendwem. Das kann man, glaube ich, so nämlich nicht ausschalten. So, und während dieser smoothen Musik kann ich hier noch schön was trinken, das passt. Also hier gibt es welche, die sind schon weit höher als ich. Ich weiß gar nicht, ob man von vorne angefangen hat hier. Weil man konnte auch importieren, also Charaktere importieren aus dem ersten Teil. Ich hatte den ersten Teil auf PC nie gekauft, aber ich habe ihn auf PlayStation Network, gab es das Spiel mal kostenlos. Und aus denen konnte ich tatsächlich wohl Charaktere importieren, die ich mir da freigespielt hatte. Waren aber nur zwei Stück. So. Mal sehen, welche Fraktion ich kriege. Ich nehme natürlich immer gerne die Pflanzen. Ich mag halt eher dieses Pflanzige, aber wenn ich die halt kriege, dann ist das halt so. Dann habe ich keine Wahl. Dann muss ich mich damit abfinden, mit dem, was ich habe. Da mag ich den Piraten eigentlich sehr. Weil er halt auch ein bisschen snipen kann. Obwohl der kleine Affe hier auch natürlich cool ist. Die Maps kenne ich persönlich gar nicht. Ich kenne mich da gar nicht aus. Muss ich leider so sagen. Ich habe keine Ahnung davon. Weil ich habe das noch gar nicht so aktiv gespielt. Ich spiele es jetzt erst mit euch richtig aktiv. Au! Wo seid ihr denn, Leute? Wenn ihr euch da einfangen lasst, da hinten, ist das kein Wunder, dass ihr da auf die Fresse kriegt. Aber das ist auf jeden Fall ausgeglichen von den Leuten. Oh, was ist mit dem da los? Oh mein Gott. Aber hier kann ich auch gerade echt nicht vorgehen. Au, au, au. Kein Problem. Wenn ich nicht vorgehen kann, dann fliege ich vor. Achtet ja kaum einer drauf, was ich hier mache. Und da lasse ich es runterrauschen. Boah, ich schieße aber auch gerade grottig. Muss aber auch sagen, es ist gar nicht so einfach, mit dem zu treffen. Versuchen wir unser Glück. Und marschieren vor. Ich würde natürlich auch gerne Leute wiederbeleben. Aber naja, man kann nicht alles haben, wa?
Wir werden hier beschossen. Wow. Du mieser kleiner Wicht, du. Aber den habe ich, glaube ich, gar nicht gekriegt. Das war nicht mal meiner. So, wir müssen jedenfalls vor. Das ist Fakt. Boah. Aua. Ja, hier wird mich keiner wiederbeleben. Ja, die Leute müssen halt vor. Nicht hinten rumhängen. Hinten rumhängen ist der Tod. Da hast du keine Chance. Da muss man schnell und weit vorrücken, um die loszuwerden. Dann gewinnt man auch. Besonders mit meinem kleinen Vogelmörser komme ich da noch ganz gut klar. Da kann man noch ein bisschen was machen. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was los ist. Lad nach, Piepmatz, lad nach! Jawoll! Schön vor, wir müssen vor, Leute, vor! Nicht unterkriegen lassen, immer vor! Da musste ich mich gerade ein bisschen konzentrieren, deswegen war ich auch so ruhig. Weil ich war ja nun essentiell auch wichtig, damit wir vorkommen, weil ich habe ja die Leute weggehauen, die uns im größten Teil gestört haben. Hol dich zurück. Blam! Da ist er wieder. Nicht unterbuttern lassen, sozusagen. Und immer schön vorwärts. Schön abknallen. So, verstecken. Und hoch. So geht's vorwärts. Nur so und nicht anders. Wer stehen bleibt, verliert. Immer vor. Jetzt stopp! Putz! Ja, das war knapp, mein Freund. Hast doch nur geschafft, weil du Hilfe gekriegt hast. So, ab durchs Portal. Flamm und nach vorne. So, wir haben noch 2 Minuten Zeit, um das Ding einzunehmen. Das kriegen wir hin. Und zwar so. Gewusst wie.
Einfach die da unten terrorisieren ordentlich und gucken, dass sie schön zusammenstehen. Wenn sie das tun, jagen wir da das dicke Ding rein. Au, mich hat einer rausgeschossen. Kleiner Nervpickel hier. So, haben wir das eingenommen? Ich glaube schon. Aua. Shit, wie sagt. Ach so, da von ganz woanders hat mich noch wer erwischt. Dammit! Aber es macht unglaublich Laune. Ich muss mich nur auch massiv konzentrieren, weil ich in dieses Shooter-Genre erstmal wieder reinkommen muss. Tatsächlich, also. Da muss ich mir erstmal wieder reinfinden in das Ganze. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob wir jetzt vorrücken oder nicht. Oder ob wir hinterher hängen. Kein Plan. Ja, nicht so schlimm. Gehen wir hoch. Suchen wir uns wieder die raus, die nerven. Der da zum Beispiel. So ein richtiger kleiner Nervpickel da. Alter, ein Schwein. Ich kann's nicht rufen. Geh mir doch aus dem Weg! Mann, ey, immer die Leute, die einen vor der Nase rumhampeln müssen. Mist! Zu viel auf einmal. Magische Distel. Na, holt mich einer wieder? Mich will keiner wiederholen. Scheiß drauf. Laufe ich alleine. Kein Problem. So. Und weiter geht's. Wie gesagt, nicht unterbuttern lassen. Immer vorwärts. Aber gegen zwei habe ich immer keine Chance. Und ich bin auch immer alleine denn da vorne. Das ist echt hart. Kommt halt auch keiner. An der Stelle kommt niemand. Da muss ich mich alleine durchkämpfen. Hier gibt es auch keinen Sprinten oder so. Wir haben jetzt noch, na komm. Na komm, jetzt ruf doch endlich das Ding. Also, du musst schon Platz vor dir haben, damit das funktioniert. Ansonsten geht das nicht. So. Den weggemacht. Nachladen. Da haben sie geguckt, wo es herkommt. Verdammt. Ah, die halten was aus, ist der Wahnsinn. Da kann ich ballern wie ein Held. Kann mir mal einer erklären, warum ich die nicht treffe? Geht doch. Aua. Ach, wieder so eine Rose. Himmelhörgott noch eins. Jo, heb mich auf. Jo, super. Lauf. So, schnell geholfen. Immer im Auge behalten, was da los ist.
Das war jetzt mega dumm, was ich hier gemacht habe, aber wenn mich keiner sieht, dann wird mich auch keiner stören. Mit Nerven. Ich glaube, jetzt haben wir verloren. Ah ja, gut. Aber wir waren gut. Wir waren auf jeden Fall gut. Ich fand uns nicht schlecht. Aber ich kann auch nicht sagen, dass die OP ist. Ich habe auch ziemlich viel daneben geschossen. Wenn ich mehr getroffen hätte, dann hätte das ein bisschen besser funktioniert. Aber man sieht schon deutlich, die Rosen sind gerade auf Platz 1. Vielleicht sind die doch OP. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich für mich kann sie jetzt nicht als OP einschätzen. Auf jeden Fall hat es wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Kommentieren, abonnieren nicht vergessen, selber, wenn was Neues kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!